Sehr geehrte Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist interessant zu sehen, wie eine Debatte von der Fraktion Die Linke angestoßen wird und über Grundrechte debattiert wird, die gerade bei der Linken manchmal nicht so sehr zu Hause zu sein scheinen. Umso mehr freuen wir uns darüber, dass wir auch im Sächsischen Landtag darüber sprechen können. Wir teilen den Optimismus auch der CDU-Fraktion nicht, dass das Vorantreiben von Vorratsdatenspeicherung die Probleme gerade bei Kriminalfällen zu lösen imstande ist, die die CDU sich offensichtlich davon erhofft. Wir glauben, dass es vielmehr darum geht, weil Sie, Herr Hartmann, von einem ganzheitlichen Konzept sprachen, dass es darum geht, in der Tat auch im Bereich der Justiz und der Polizei die Aufgaben zu erfüllen, die Sie unserer Meinung nach gerade mit dem Koalitionsvertrag noch nicht ausreichend gewährleisten können. Wir brauchen zur Bekämpfung von Straftaten nicht so sehr die Vorratsdatenspeicherung, bei der immer noch nicht ganz klar ist, ob die Verhältnismäßigkeit zwischen Aufwand bei der Datenspeicherung und Nutzen bei der Aufklärung von Straftaten gegeben ist. Deswegen investieren Sie lieber in Polizei und Justiz, bevor wir die Vorratsdatenspeicherung vorantreiben, zumal der Trend zur Überwachung seit Jahren anhält und ich mich frage, ob wir nicht prinzipiell darüber sprechen sollten, inwieweit wir den gläsernen Bürger vorantreiben wollen. Ich denke, als Demokraten sollten wir uns dieser Debatte oder diesem Trend viel mehr entgegensetzen. Bürgerrechte bedürfen, das ist ganz klar, immer der Abgrenzung gegen das Sicherheitsbedürfnis bzw. die Einhaltung von Gesetzen, aber in der Tat, dieses kann man nicht isoliert betrachten. Und deswegen ist die AfD-Fraktion der Meinung, dass wir es ablehnen, dass Bedrohungsszenarien dazu benutzt werden, ein Klima der Angst zu produzieren, auf das die Bevölkerung nur allzu leicht hereinfällt. Hier ist eine differenzierte Aufklärung vonnöten und wir möchten nicht, dass weitere Abkommen wie SWIFT, die Speicherung von Flugdaten, Flugpassagierdaten oder auch das Forschungsprogramm INDECT dazu führen, dass Bürger sich in ihren Grundrechten, in ihrem Freiheitsbedürfnis immer weiter eingeschränkt sehen. Herzlichen Dank.